Boston 46ers.tv, das Basketballmagazin, präsentiert von Media Tools. Erfolg macht sexy. Nach zuletzt 4 Siegen in Folge musste die Partie gegen Essen aufgrund des erhöhten Zuschauerandrangs mit Verspätung beginnen. Ein ehemaliger Gießener kannte den Weg in die Sporthalle Ost noch ganz genau. Marco Buljevic sollte an alter Wirkungsstätte zu großer Form auflaufen. Mit 2 Körben in Folge sorgte er schnell für die 5:2 Führung der Gäste. Im Verfolgerduell der zweiten Liga strotzten beide Teams nur so vor Selbstvertrauen. Gießen schlug durch Benjamin Lischka zurück. Mit Körpereinsatz und Leidenschaft tankt sich der gebürtige Gießener durch und holt den 46ers das 10:9. Den Zuschauern bot sich ein unterhaltsames Basketballspiel. Die Führungen wechselten hin und her. Nach einem 10:0-Lauf des ETB nahm Gießen-Coach Wucherer die erste Auszeit. Doch der Tabellenzweite mit seinem Topscorer Chris Alexander hatte sich jetzt warm geschossen. Das erste Viertel endete mit 17:26 aus Gießener Sicht. Auch im zweiten Abschnitt behielten die Nordrhein-Westfalen die Nase immer ein Stück weit vorne und zeigten durchaus attraktiven und technisch anspruchsvollen Basketball. Zwischenzeitlich war die Führung der Essener im zweistelligen Bereich. Doch noch vor der Pause konnten die 46ers verkürzen. Eric James Palm mit schönem Sprungwurf. Zur Halbzeit die Gießener nur noch 6 Punkte hinten dran. Die zweite Hälfte an Spannung nicht zu überbieten, denn die 46ers arbeiteten sich jetzt Punkt für Punkt heran. Polas packt bei Alexander beherzt zu, klaut sich den Ball, treibt ihn in die andere Hälfte und bedient dann mustergültig Lischka, der unter dem Jubel der Zuschauer den Korb wackeln lässt. Als Cameron Wells mit der Sirene seinen Dreier versenkt, haben die Gießener den Rückstand auf gerade mal 2 Punkte verkürzt. Mit 61:63 geht's in den Schlussabschnitt. Und der bleibt spannend und intensiv. Der frisch gewählte Youngster des Monats sorgte zunächst für die Führung der 46ers, Bekteshi mit gewohnt sicherem Händchen aus der Distanz. Doch Essen ließ einfach nicht locker. 15 Sekunden vor Ende der Partie hatte sich der ETB wieder eine 4-Punkte-Führung erspielt. Die Spannung in der Osthalle konnte man praktisch mit den Händen greifen. Doch mehr als der Anschluss durch diesen schönen Dank von Mahold war am Ende leider nicht drin. Nach einem Basketballfest verlieren die 46ers mit 78:80 gegen Essen und rutschen in der Tabelle auf den 6. Platz ab. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben Fehler in der Defense gemacht, leider keine Rebounds geholt, so wie es uns vorgenommen haben. Und ja, über das Spiel hinaus war es ausschlaggebend, denke ich, dass die Rebounds einfach nicht gepasst haben. Wir haben unseren Spielplan umgesetzt, größtenteils. Haben in der ersten Halbzeit uns schwer getan in der Verteidigung, allerdings unsere Würfe sehr hochprozentig getroffen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann defensiv das besser gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Ein bisschen schlechter geworfen, aber insgesamt wichtige Plays am Ende gemacht. Und dieser Sieg fühlt sich unglaublich gut an. Gegen ein Top-Team wie Gießen, die auch sehr gut gecoacht sind. Und das ist ein ganz großer Sieg, vor allem hier auswärts. Und wir können heute stolz auf uns sein. Gießen 46ers.tv, das Basketballmagazin. Präsentiert von Media Tools.